Als Krankenhaus für die ganze Familie, von der Geburt bis ins hohe Alter, begrüßen wir Sie sehr herzlich im Marienkrankenhaus. Vor 130 Jahren durch die Ordensgründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen Mutter Rosa gegründet, sorgen heute mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 7 Hauptfachabteilungen und einer Belegabteilung HNO rund um die Uhr für die Gesundheit der Menschen aus der Region. Traditionsbewusst, innovativ, menschlich. Das ist die Maxime unseres Handelns. Mit Engagement, Kompetenz und langjähriger Erfahrung und mit Hilfe hochentwickelter Medizin und moderner Technologien kümmern wir uns um Ihr Wohlergehen. Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht immer der Mensch, Sie als Patient. Ihnen wollen wir mit Respekt und Mitgefühl begegnen. Sie sollen sich bei uns nicht nur medizinisch bestens versorgt, sondern auch gut aufgehoben fühlen. Wir nehmen Sie, Ihre Ängste und Bedürfnisse ernst. In vielen Fällen sind medizinische Eingriffe planbar. Durch gezielte Terminierung und Absprache unterstützen wir Sie und helfen Ihnen bei der Erledigung der Formalitäten, die im Vorfeld Ihrer Behandlung notwendig sind. Auch bei den verschiedenen Untersuchungen begleiten wir Sie entsprechend. Dank unserer operativen und logistischen Ausstattung sind wir bestens in der Lage, Sie auf Ihre anstehende Operation vorzubereiten. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, die kurzen Wege und die Kooperation mit einer radiologischen Praxis im Haus ermöglichen schnelle und aussagekräftige Diagnosen und Befunde. Danach entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen die für Sie notwendige Therapie und begleiten Sie mit Engagement und Leidenschaft auf Ihrem Weg zur baldigen Genesung. Um komplexe Operationen durchführen zu können, müssen wir immer auf dem neuesten Stand sein, uns ständig weiterentwickeln und verbessern. Gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung werden wir zukünftig mehr ältere Patienten behandeln, deren Krankheitsbilder und Verläufe neue Anforderungen stellen. Unsere chirurgische Abteilung ist schon heute durch minimalinvasive, herz-kreislauf-schonende Operationsmethoden und unter Verwendung von speziellen altersgerechten Implantaten in der Lage, auf die sich ändernden Bedingungen einzugehen. Mit der sogenannten Schlüssellochchirurgie können nahezu alle bauchchirurgischen Eingriffe durchgeführt werden. Das bedeutet für Sie als Patient, dass Sie dank dieser modernen Operationsmethoden deutlich schneller wieder gesund werden. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, um einen Menschen zu heilen, braucht es einen Menschen. Das bedeutet für uns, Hightech-Medizin ist nicht alles. Uns ist eine optimale Pflege und interdisziplinäre Betreuung genauso wichtig. Ärzte, Pflegepersonal und Therapeuten kümmern sich intensiv um Ihr Wohlergehen. Wenn Sie einer ergänzenden Behandlung bedürfen, wie zum Beispiel Krankengymnastik oder Physiotherapie, organisieren wir das. Wir informieren Sie und helfen Ihnen, damit Sie bald wieder mobil sind. Kurzum, wir sind für Sie da. Zentrale Jutta-Show, hallo? Polytrauma in 5 Minuten. Okay, ich setze Sie an. In der Unfallchirurgie und Orthopädie versorgen wir als lokales Traumazentrum eine Vielzahl Notfall- und Unfallpatienten und Schwerstverletzte. Hier geht es oft um Minuten, die darüber entscheiden, ob und wie ein Patient zukünftig weiterleben wird. Damit im Ernstfall zeitnah und bestmöglich geholfen werden kann, wurden alle in die Notfallversorgung eingebundenen Mitarbeiter extra geschult und in modernste Geräte investiert. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes arbeitet so ein fachübergreifendes Team engagiert und kompetent zusammen. Auch in der zertifizierten Stroke Unit, der Schlaganfalleinheit innerhalb unserer Abteilung Innere Medizin, können wir unseren Patienten eine schnelle Diagnose und hochqualifizierte individuelle Therapien bieten. Denn wir wissen, dass gerade in der Akutphase dieses Krankheitsprozesses der weitere Verlauf durch die richtigen Maßnahmen meist günstig zu beeinflussen ist. Auch hier kümmern sich spezialisierte Fachkräfte rund um die Uhr mit besonderer Achtsamkeit und Fürsorge um die Patienten. Ein besonderer Ort im Marienkrankenhaus ist die Entbindungsstation. Hier bei uns kann Ihr Baby wohlbehütet und in Geborgenheit das Licht der Welt erblicken. Wir wissen um die Besonderheit Ihrer Situation und gehen dank unseres familienorientierten Gesamtkonzeptes auf Ihre Wünsche ein. Mit Achtung vor dem Leben, einem breit gefächerten Wissen und viel Begeisterung begleiten wir die werdenden Eltern vor, während und nach der Geburt.
Ärzte, Hebammen und Kinderkrankenschwestern sorgen gleichermaßen dafür, dass ihr Baby gesund zur Welt kommt und unterstützen sie in der aufregenden ersten Zeit als Familie. Die Diagnose und Therapie bei Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane sind Schwerpunkt der Gynäkologie. Ganz gleich, ob Sie zur Therapie von Hormonstörungen oder Blasenbeschwerden, zur gynäkologischen Operation oder gar zum Eingriff bei einer bösartigen Erkrankung zu uns kommen, wir kümmern uns um eine lückenlose Behandlung, bei der Sie als Mensch immer im Mittelpunkt stehen. Das gilt gleichermaßen auch für unser zertifiziertes Brustzentrum. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern bilden wir ein starkes Team, das Ihnen in einer schwierigen Lebensphase medizinisch und menschlich zur Seite steht. In unser Krankenhaus kommen nicht nur Menschen mit körperlichen Gebrechen. Ein Teil unserer Patienten leidet vor allem an der Psyche. Diese Menschen finden in unserer Hauptfachabteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sowohl in stationärer als auch in tagesklinischer Behandlungsform medizinische Hilfe und therapeutische Unterstützung. Ziel ist es, mit einem individuellen Behandlungskonzept die Patienten von ihren Ängsten, Störungen und Leiden zu befreien, damit diese, zumindest schrittweise, wieder eine selbstständige Lebensführung aufbauen können. Viele ältere Patienten bedürfen nach einer schweren Erkrankung oder Operation einer speziellen Rehabilitation. In der dem Marienkrankenhaus angegliederten Fachklinik für geriatrische Rehabilitation setzt ein Team aus Ärzten, Pflegern, Therapeuten, Psychologen, Soziologen und Seelsorgern alles daran, dass die Patienten ihre individuelle Selbstständigkeit möglichst wiedererlangen und eine Pflegebedürftigkeit verhindert wird. Die Einbeziehung der Angehörigen ist uns in allen unseren Fachabteilungen ein großes Anliegen. Einerseits sollen sie verstehen, warum welche Therapien notwendig sind und wie sie durchgeführt werden. Andererseits kennen Sie Ihre Angehörigen am besten und wissen, was ihnen gut tut. So können wir uns in dem Bemühen um eine weitestgehende Genesung gegenseitig unterstützen. Besonders froh sind wir, mit der Palliativstation eine Einheit geschaffen zu haben, wo Menschen mit begrenzter Lebenserwartung nicht nur medizinisch-pflegerisch begleitet werden, sondern wo auch Raum für ihre existenziellen Fragen ist. Denn hier geht es nicht mehr um eine Symptombehandlung, sondern um all das, was eine professionelle und menschliche Begleitung in der letzten Phase des Lebens ausmacht. Im Marienkrankenhaus haben wir eine lange Tradition in der Krankenversorgung mit christlichen Wurzeln und Werten. Gleichwohl bedeutet dies selbstverständlich auch, dass wir Patienten anderer Kulturen und Glaubenszugehörigkeiten achten und respektieren. Außerdem bietet ein besonders geschultes Seelsorgeteam in ökumenischer Zusammenarbeit seine Dienste in unserem Hause an. Dabei lassen sie sich leiten von den Anliegen und Themen der Patienten. Sei es der Wunsch nach einem vertraulichen, entlastenden Gespräch, sei es der Wunsch nach Zuspruch und Trost, nach Gebet, Sakrament und Segen. Unsere Kapelle lädt nicht nur zu gemeinsamen Gottesdiensten ein, sondern dient auch als ein Raum der Stille, der Besinnung und des Gebetes. Essen ist für Krankenhauspatienten immer ein wichtiges Thema. Auch aus medizinischer Sicht ist eine vielseitige und ausgewogene Ernährung unterstützend für einen raschen Heilungsprozess. Unsere Küche verarbeitet möglichst frische Produkte nach den neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen in möglichst schonender Zubereitung. Im Foyer unseres Hauses bietet das Café Petit Four Kaffee- und Kuchenspezialitäten, Kleinigkeiten für den Hunger zwischendurch und für Lesehungrige Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Seit über 25 Jahren übrigens schon und im Sommer gerne auch auf der sonnigen Terrasse. Hinter der täglichen Patientenversorgung im Marienkrankenhaus steht ein komplexes Zusammenspiel aller Mitarbeiter. Ärzte und Pflegende, Mitarbeiter der Verwaltung, der Technik, der Hauswirtschaft und der verschiedenen Ehrenämter leisten gleichermaßen ein hohes Maß an qualitätvoller Arbeit. Als modernes Krankenhaus der Region sehen wir uns in der Pflicht, uns ständig weiterzuentwickeln. Denn wir wollen trotz schwieriger Rahmenbedingungen immer besser werden. Es gilt, unsere Kräfte zu bündeln, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Für Sie, unsere Patienten, für Ihre Zufriedenheit und Gesundheit. Das schaffen wir. Mit Traditionsbewusstsein, Innovation
und Menschlichkeit.